Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, wenn ich euch die Produkte aus 2023 vorstelle, die ich so aufgebraucht habe. Heute startet nämlich meine kleine Reihe oder Serie. Ihr kennt das aus den Vorjahren, wenn ihr mir schon so lange folgt, dass ich am Beginn eines Jahres immer zeige, welche Produkte ich von welcher Kategorie im letzten Jahr aufgebraucht habe. Was bedeutet, ich habe die letzten Jahre immer das komplette Jahr über gesammelt. Aus bestimmten Kategorien allerdings nur. Also ich habe nicht komplett jeden Müll gesammelt. Und ich weiß auch, dass es ein bisschen verrückt ist. genau, und heute starten wir mit der Kategorie Weichspüler, Waschmittel und Co. Und ja, ich habe das alles schon mal so ein bisschen vorsortiert hier, damit wir nicht von einer Sorte was zeigen, zwei Minuten später von der gleichen Sorte was zeigen und so weiter, sondern dass es ein bisschen sortierter abläuft. Dementsprechend wird das Video auch eigentlich nicht so lang. Ich habe mir vorgenommen, dass es dieses Jahr 4 Videos geben wird. Wir starten heute mit Weichspüler und Waschmittel. Ich muss mir noch überlegen, in welchem Ablauf, ob ich alle 4 Videos hintereinander mache, an 4 Tagen oder wie ich euch das hier reinstelle. Aber es wird auf jeden Fall dann einen zweiten Teil geben. Da wird es dann um Duschgel und Haarprodukte, also Shampoo, aber auch Färbung und sowas alles gehen. Ich habe die Kisten da vorne alle stehen, deswegen gucke ich da immer so hin, damit ich das auf dem Zettel habe, was da so drin ist. Dann habe ich eine Kiste, da sind glaube ich so Sachen mit drin wie Gesichtscreme und Feuchttücher und so ein Kram. Und das wird zusammen mit Deo und auch mit Seife und so kommen. Also das wird quasi das dritte Video. Und das vierte Video wird dann einfach nur mit Masken und auch Parfüm, Beauty, also ja, dieser ganze Kleinkram, sag ich mal, den ich aufgebraucht habe. Wie gesagt, es werden 4 Videos dieses Jahr und ich würde sagen, wir starten heute einfach mal mit Weichspüler und Waschmittel. Und wer mich kennt, der weiß, dass es einen klaren Favoriten gibt bei diesem ganzen Thema und das ist dieses Produkt. Und zwar ist das der Weichspüler von Softlan, Vanille und Orchidee. Das ist mein absoluter All-Time-Favorite. Ich liebe dieses Produkt einfach und ich habe viele davon gehabt. Hab ehrlich gesagt, als ich diese ganzen Sachen hier so aufgereiht habe, habe ich gedacht, dass es noch mehr werden. Aber irgendwie, jetzt wo ich so mal nachgezählt habe und dann durchs Jahr geteilt habe, dachte ich, wow, wow. Keine Ahnung, ob jemand außer mir so viel Weichspüler benutzt, ob ich echt verrückt bin. Generell habe ich das Gefühl, dass hier sehr viele Produkte sind. Aber wir fangen erstmal an und wir starten mit meiner Kiste voll mit Vanille Orchidee. Das sind meine ganzen Weichspüler von dieser Sorte, die ich aufgebraucht habe in 2023. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 von diesen kleineren Flaschen. 11 mal 1 Liter. Und dann haben wir noch eine Flasche, die größer ist. Da waren 1,3 Liter drin. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Also das sind irgendwie 12,3 Liter. Nur Vanille-Orchidee, die ich auch gebraucht habe. Aber wie gesagt, ich kann euch das Produkt nur ans Herz legen. Ich liebe diesen Duft. Er ist, wie ich finde, recht langanhaltend. Es riecht gut, es riecht nicht aufdringlich. Ich mag das einfach super, super gerne. Bin ein bisschen traurig, dass ich immer noch nichts riechen kann. Also nur manchmal was riechen kann und dementsprechend nicht wahrnehme, wie vielleicht einige von diesen Flaschen und Sachen hier noch riechen. Das ist ein bisschen schade. aber gut, wir haben insgesamt, wie gesagt, 12 Flaschen Vanille-Orchidee aufgebraucht. So, 11 kleine und eine große. Dann machen wir hier mal mit dem anderen Weichspüler weiter. Es gab zusätzlich noch eine Flasche Vernelle Aromatherapie. Mag ich sehr gerne, finde ich optisch immer sehr schön. Und ich habe jetzt gerade Vernelle, so eine blaue Flasche, weiß nicht, wie die heißt. Die finde ich auch sehr gut und ich habe ja mir auch vorgenommen, mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen und nicht immer nur so festgefahren auf einer Sorte zu sein. Und ich glaube, Vanille ist echt eine Sache, wo ich mich mal durchtesten werde. Ja, also hier steht drauf, langanhaltender Duft, 24 Stunden, 7 Tage. Weiß ich gar nicht genau, ob das wirklich so intensiv war. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht so oft bei Vanille gehabt, glaube ich. Ich werde es auf jeden Fall noch mal ein bisschen ausprobieren. Das hier war auf jeden Fall gut, das kann ich empfehlen. Das ist ganz nett. Dann habe ich noch ein paar Produkte von DM gehabt. Also zwei Produkte halt mehrmals. Und zwar gibt es zwei Sorten. Einmal das Blaue und einmal das Lila. Ne? Das zeige ich euch gleich. Hier ist das Blaue von Denkmit. Das ist der Weichspüler Himmlische Frische. Davon hatte ich, wie gesagt, zwei Stück. War okay. Also würde ich immer wieder kaufen von Denkmit, weil es halt einfach günstig ist und weil es ja auch sauber und gut riechend macht und so weiter. Aber
Da würde ich vielleicht dann eher auf Vernell oder auch mal auf andere Produkte gehen, die ich mal ausprobieren möchte. Das ist ein bisschen der Vorsatz, auch mal ein bisschen was Neues und anderes auszuprobieren, was so eine Sache angeht, dieses Jahr. Und ja, die waren aber trotzdem ganz gut. Und dann habe ich hier noch dreimal insgesamt auch gebraucht, den Denkmit Weichspüler Sanfte Frische. Ja, ich mag die Verpackung natürlich auch immer. Und alles, was irgendwie rosa oder lila oder pink oder so ist, das catcht mich natürlich noch mehr als blau. Wobei blau finde ich bei Weichspüler und Co. immer so ein bisschen für Frische und Sauberkeit steht. Ich weiß nicht, das, ja, Lenore Frischer Morgen oder so heißt das, glaube ich, ist ja auch sowas, wo man so richtig an frisch gemachte Bettwäsche denkt irgendwie. Und das jetzt irgendwie eher zweitrangig, aber das war trotzdem auch ganz nett. Also ja, kann man auf jeden Fall mal benutzen. Würde ich aber nicht als dauerhaften Favorite irgendwie etablieren. Also das, nö, nö. So, und dann ist mir aufgefallen, dass ich insgesamt viermal Kuschelweich habe. Und zwar sanft und mild ist das alles. Ich denke mal, dass ich die immer gekauft habe, weil die relativ oft im Angebot waren für 1,29. Und Vanille-Orchidee war eine Weile lang im Angebot, aber dann ganz, ganz lange nicht. Und dann habe ich immer Kuschelweich gekauft, weil das das Günstigste war. Und ich keine Lust hatte, so viel Geld auszugeben. Ich glaube, das war es einfach. Das war einfach der Grund. So, und hier haben wir jetzt insgesamt nochmal 10 Buddeln. Ich habe also 22 Flaschen Weichspüler aufgebraucht. Leute, das sind fast 2 Flaschen im Monat. Ist das normal? Also, eigentlich benutze ich gar nicht so viel Weichspüler, sondern halt immer so eine kleine Portion. Ich gieße das nicht in diesen Deckel rein, sondern gieße meinen Schluck halt einfach so rein. Kann auch sein, dass das dadurch ein bisschen mehr ist, als in den Deckel passt, aber so viel ist es eigentlich nicht. Das finde ich crazy. Aber ich benutze es halt bei jeder Wäsche in der Regel. Und ja, das fand ich schon crazy, dass das so viel ist. Aber wir sind halt auch manchmal 5 Personen, ne? Und mit Kleinkind ist das halt auch immer so eine Sache. Und der saut halt auch relativ viel voll. Da muss ständig immer alles Mögliche gewaschen werden. Also von daher, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch normal. Ich weiß es nicht. So, wir machen weiter mit Waschmittel. Finde ich auch viel, aber geht. Geht. Ich war ein bisschen irritiert. Ich habe hier kein einziges Mal Waschmittel von Denkmit oder so dabei. Ich habe schon mal das komplette Jahr über nur Spiegel gekauft. Also so wie ich das sehe. Das irritiert mich. Ich dachte, ich hätte auch das andere. Aber vielleicht habe ich es auch aus Versehen weggeschmissen. Das kann auch sein. Traue ich mir auch zu. Also, ich habe 4-mal insgesamt hier Weißer Riese, Spee Megaperls, 4-mal als Vollwaschmittel. Also, nee, wartet mal. Oh, das ist eine Lüge. Wartet. Das ist hier was anderes. Also, hier ist Weißer Riese. Okay, Weißer Riese ist was anderes. Keine Ahnung, kann ich euch nichts zu sagen, habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Und dann habe ich 3-mal Spee Megaperls, Universal. Vollwaschmittel und finde ich super gut. Ich finde diese kleinen Kugeln tausendmal besser als Pulver. Ich habe jetzt gerade von Denkmit ein Pulver, was an sich bestimmt ganz nett ist, aber es nervt mich halt, dass es Pulver ist, weil es einfach klumpt. Und das klumpt absolut nicht. Und ja, deswegen liebe ich das einfach. Und ich habe hier auch von dem rosanen Colorwaschmittel auch nochmal 3 Packungen. Ich kaufe das super gerne und das werde ich auch nächstes Jahr weiterkaufen. Und ich glaube, nachdem ich jetzt schon wieder so ein klumpiges Produkt davon Denkmit erwischt habe, dass ich das leider einfach nicht mehr kaufen werde. Ich habe neulich was anderes gesagt, dass ich das immer ganz toll finde zwischendurch so. Aber es nervt mich einfach. Es nervt mich, dass es keine kleinen Kügelchen sind, die einfach so frei umher kugeln, sondern dass es einfach dieses Pulver ist, was klumpt und was nervt und wo man immer dann, während man das reinmacht, noch so ein bisschen das wieder auseinandertüdeln muss, weil ich habe das schon so oft gehabt, dass so Pulver dann auf der Wäsche auch ist, dass du dann da so Pulverflecken hast. Und es ist super nervig. Und ja. Also scheinbar habe ich 7-mal Waschmittel gebraucht. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Keine Ahnung. Naja. Und einmal davon, wie gesagt, Weißer Riese. Das war scheinbar ein Versehen oder so. Weiß ich nicht. Ich dachte wahrscheinlich, das ist die blaue Packung. Das ist das, was ich immer habe. War es aber nicht. So, dann haben wir als nächstes 3 Zusätze, so nenne ich es mal. Von Denkmit sind sie alle 3 und ich finde sie alle 3 gut. Einmal den Wäscheduft Cotton Dream, der sieht so aus. Das war ganz nett eigentlich, muss ich sagen. Ich hatte auch, meine ich, den von Lenore. Ich weiß aber nicht, also ist das schon ein Jahr her? Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht hier. Ich hatte den von Lenore und der war super gut, aber den gibt es irgendwie nicht mehr scheinbar. Also ich
Habe ihn nie wieder gesehen danach. Deswegen habe ich den gekauft und der ist eigentlich auch ganz nett. Kann man mal machen. Muss ich nicht immer haben, aber ab und zu bei einigen Wäscheteilen ist das ganz nett. Und gleiches gilt auch für dieses hier. Da habe ich einmal denkt mit Golden Feeling und Sensual Fresh. Das sind diese beiden Duftperlen, oder? Wäsche-Parfümperlen. Die finde ich beide sehr gut. Mag ich super gerne. Ich habe jetzt gerade welche von Lenore, die mag ich auch sehr gerne. Also da würde ich auf jeden Fall, egal welche Sorte, nochmal wieder zuschlagen, weil ich das einfach ab und zu nochmal so als kleiner Extra-Duft oder so, finde ich das ganz nett. Bei bestimmten Produkten, das habe ich euch auch in meinem letzten Aufgebraucht-Video gesagt, bei bestimmten Produkten finde ich das einfach, bei bestimmter Wäsche finde ich das einfach ganz nett, wenn die nochmal so einen zusätzlichen Duft hat. Ja, deswegen habe ich die aufgebraucht. Die stelle ich mal hier hin. Und dann haben wir für heute als letzte Produkte einmal hier die ganzen Feuchttücher, die ich aufgebraucht habe. Keine Sorge, nicht die Babyfeuchttücher aus dem ganzen Jahr, dann müsste ich wahrscheinlich den ganzen Raum hier horten. sondern einfach nur die frischen die Feuchttücher, die man in der Küche so benutzt. Die als Wecktücher. So, ich habe hier 5 Packungen von meinen Spargo Wipes. Oder Spargo oder was auch immer. Das sind die XXL Wipes von Spargo. Die sind mit Apfelgeschmack, Geruch. Nicht Geschmack, mit Apfelgeruch. Und es sind 20 Stück jeweils drin. Das sind XXL-Tücher, die sind relativ feucht. Was ich sehr gut finde. Also nicht zu feucht, aber ja, die sind echt super. Gibt's bei Action. Ich finde sie richtig, richtig gut. Würde sie jederzeit nachkaufen. Immer und immer wieder. Gott sei Dank haben sie bisher nicht die Formulierung geändert. Also ja, mag ich super gern. Und dann zeige ich euch hier nochmal ein paar, die ich sonst so das Jahr über hatte. Die so lala sind. Ich kaufe die auch immer wieder. Ich bin Verpackungsopfer und ich liebe Feuchttücher, aber das Nonplusultra sind halt, zumindest für die Küche, sage ich mal, immer diese rosanen. Hier gab es 2x Küstenliebe von Denk mit. Das war eine LE. Die war halt ganz nett. Dann gab es Tropical Dream mit dem Duft nach Orchideen. Die war optisch natürlich auch wieder sehr schön, deswegen durfte sie mit. Dann hatte ich hier von Rossmann einmal Domol. Das ist okay. Das kann ja jetzt nicht spannend zu sagen. Blink. Mit Wasserlilie, die fand ich, glaube ich, fürchterlich. Also das war, glaube ich, ein Scherz, dass ich die gekauft habe. Und dann habe ich hier noch 2x Denk mit. Einmal purer frische Duft. Das ist so das Neutrale, sage ich mal, was es, glaube ich, immer gibt. Behaupte ich jetzt mal, ne? Und eine LE Limette und Basilikum. Und da hat mir eine liebe Zuschauerin, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, neulich geschrieben, dass das ihre Lieblingstücher sind. Neulich oder unter dem letzten Video. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sorry an dieser Stelle. ich kann es ja gerade nicht riechen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Rest drin ist an Duft. Ich fand die, glaube ich, genauso wie alle anderen. Also ich bin, bei mir gibt es so die Spargo-Wipes, sind ganz oben. Und darunter irgendwo alle gesammelt, sind dann alle denkend mit Tücher und alle anderen Tücher gefüllt. Also die sind nochmal besser als die von Domol und Co. oder Blink. Aber ja. Kann man haben, kann man machen. Ist nett, wenn das immer eine andere Geruchsrichtung hat. Das finde ich auch, dass man auch mal ein bisschen abwechselt. Aber ja, sind halt feuchte Tücher. So, jetzt, mein Karton war scheinbar dreckig. Meine ganze Leggings ist jetzt staubig. Cool. Ja, das war mein Aufgebraucht für heute. Das sind die Produkte, die ich aus dieser Kategorie 2023 aufgebraucht habe. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dieser kleine Einblick. Beim nächsten Mal, wie gesagt, machen wir weiter mit Duschgel und Haarprodukten. Das werden dann viele unterschiedliche Produkte sein, denke ich. Obwohl, naja, einige wiederholen sich. Schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mit dabei seid. Und ja, schaut auch gerne bei den anderen Videos rein. Habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!